Der YouTuber und Streamer Ferius hat mir letztens seine eigene OnlyUp-Map rausgehauen. Wie der Map-Code ist, zeige ich dir gleich dabei. Wenn du dir das Video anschaust, aber kannst gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren und sehr, sehr gerne auch ein Like da lassen. Kuss geht auf jeden Fall raus. Und zwar, wenn ihr den YouTuber nicht kennt, dann werdet ihr auf jeden Fall seinen Kanal gleich mal sehen. Und zwar, der hat ja letztens seine eigene OnlyUp-Map rausgehauen und ich möchte wissen, wie weit ich nach 10 Minuten bin. Deswegen, Leute, schaut sehr gerne das Video von Anfang bis zum Ende, um wirklich alles zu sehen, wie schlecht ich bin in OnlyUp in der Fortnite-Version. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein. Und zwar starten wir gleich. Und zwar könnt ihr hier unten meinen eigenen Ether-Code sehen, könnt ihr auch gerne verwenden. Dann könnt ihr hier den Map-Code sehen. 8270-1958-5713 und hier unten drunter könnt ihr seinen YouTube-Kanal sehen von Ferius. Das ist der, der die Map rausgehauen hat und ich würde sagen, wir sehen uns direkt in der Map. Und zwar hätte ich gesagt, starte ich direkt mit der Map. Er hat die Map ein bisschen bearbeitet, also wenn ihr meine Livestreams nicht verfolgt, ich hatte die auch mal im Livestream gespielt, die Map. Ja, und da sah die noch komplett anders da aus. Man kann sich zum Beispiel jetzt hier Schild holen, für was, keine Ahnung. Also was ich mir wünschen würde, wäre, wenn man keine Spitzhacke im Inventar hätte, weil die stört schon. Aber wie ich das mitbekommen habe, hatte die 100 oder 4 bis 5 mal bearbeitet, sodass sie für jeden passt. Schreibt gerne mal rein, welche Only-Up ihr im Spiel, weil Freimax hat ja auch letztens mal seine eigene Only-Up-Map rausgehauen. Halt dich fest. Sehr gut. Ui. No, wieder nach unten. Egal. Hier drauf und dann. Wo bist du? Wenn ich das jetzt wüsste vom. Also ich bin hier. Dann vielleicht hier hin. Aber das schafft man doch gar nicht aus meiner Sicht. Hä? Aus meiner Sicht packt man das gar nicht. Also ist der andere Weg doch sinnvoller. No way. So. Weiter geht's. Wie gesagt, der Mapcode findet ihr auch in der Videobeschreibung oder einfach den, wie ich in dem Video gesagt habe, einfach, ja. Wenn ich ihn nicht in die Videobeschreibung gepackt habe, das könnt ihr jetzt sehen, Videobeschreibung aufklappen und dann müsstet ihr das jetzt sehen. Und ja, für die Leute, die sich interessieren, ich habe schon mal die Map schon mal gespielt, wie gesagt, im Livestream. Aber die hat er nochmal bearbeitet. Weiter nach oben. Weiter. Oh, das Rutschen oder das Klettern vielmehr. Dass man da rüber rutscht manchmal, ist so komisch. Jetzt hier hin. Bleib hier stehen. Auf die Mülltonne, auf den Mülltonne, auf die Mülltonne. Es ist halt cool, dass er aus seiner Community hört. Ich bin selber bei ihm Mitglied und schon länger. Ich werde ihn und seinen Mapcode, also seinen Kanal und seinen Mapcode von dieser Map in die Videobeschreibung gepackt haben, hoffentlich.
Wir sind jetzt bei 5 Minuten und ich bin noch nicht so weit. Vielleicht konzentriere ich mich auch einfach mal und rede weniger. Also, ich hatte zwar auch einen eigenen Creator-Code, aber nicht auf diesem Account, sondern auf dem anderen Account, aber es ist trotzdem mein Creator-Code. Holy Macaroni. Ey, muss mich echt mal mehr konzentrieren. Ich weiß nicht, wie lange das Video am Ende wird. Ihr seht es ja natürlich schon, weil das ja hochgeladen wurde. Nein, 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 dieses Klettern ist so verpackt. Also wenn ich ein bisschen weniger rede, dann... Ai, 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 Hilfe. Gott. Immer weiter nach oben, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bin beim Container angekommen. Eigentlich sollte jetzt gleich, so viel wie ich weiß, ein Checkpoint kommen. Also er hat auf seiner Map hat auf jeden Fall Checkpoints gesetzt. Nein! Wir sehen uns beim ersten Checkpoint. So, ich bin zwar noch nicht bei dem Checkpoint angekommen, aber ich weiß nicht mal, ob der Checkpoint jetzt hier irgendwo ist. Oder die entfernt hat, das weiß ich nicht. Der hat die auf jeden Fall bearbeitet, die Map. Ah, ja. Auf den Geldautomat, auf diesen Geldautomat. Ich glaube, er hat die Checkpoints entfernt, glaube ich. Also, so viel wie ich weiß, wie ich ihn gespielt habe privat, hat die Map auf jeden Fall noch Checkpoints gehabt. Was ich zu meiner Verteidigung sagen muss, ich bin nicht der beste Spieler in Fortnite. Und das war's, eigentlich bin ich in das war's, sag ich mal, gut. Natürlich gibt es das war's, wo ein bisschen schwierig sind, so welche kann man sagen, das ist ein eigentlich normaler das war's, wo man eigentlich nur nach oben gehen muss. Aber irgendwie schaffe ich das nicht. Und ich weiß nicht, ob er mittlerweile die ganzen Checkpoints, die ich immer im Kopf habe, ob er die nicht entfernt hat oder nicht. Das weiß ich nicht. Uiuiui, sorry, dass ich, wenn ich dann mache, aber ich habe in meinem Mund so einen Gaumen weiterer. Sorry. Daher kann ich auch schwieriger reden und meine Aussprache ist auch dadurch schwieriger, aber das ist Nebensache. Ich möchte das jetzt schaffen. Hier, eigentlich, das schaffe ich ja mittlerweile easy. Gleich kommen die Reifen. Aber ich glaube, das ist noch nix. Halt dich fest. Nach da, nach da und jetzt auf die Reifen. Die Reifen! Na gut, Leute. Ich gebe noch eine Chance und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Item Shop. Ja, sehen wir uns im Item Shop. Wenn ich jetzt runterfalle. Schreibt mir gerne mal rein, welche On-the-Up-Map ihr bis jetzt gespielt habt. Noch ein Versuch, ey. Jetzt wirklich ein Versuch. Das macht so auch Spaß, sich zu testen, etc. Da kann man sehen, wer gut ist und wer schlecht ist. Ja, okay, Leute. Also, was soll das? Oh mein Gott. Hier vom Mülltonne. Das ist doch eigentlich nicht schwer. Warum habe ich da jetzt Angst gehabt, der Unterfall? Hier. Zack. Zack. Dann jetzt hier als nächstes. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Es gibt natürlich auch Leute, die ausrasten bei solchen Defrans, aber warum? Warum soll ich hier ausrasten?
Macaroni. Hier. No! Okay, Leute. So, Leute, im Item-Shop angekommen. Sehr, sehr gerne. Unten rechts auf Unterstützer einen Creator eingeben. Das könnt ihr auch hier die ganze Zeit unter meiner Cam sehen. Gerne, gerne meinen Creator-Code eingeben. Dann auf Annehmen drücken und das war's. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Wir hören uns irgendwann wann anders wieder zu einem neuen News-Video oder sowas. Ciao, ciao.